Angeklagte, setzen. Okay, ich gebe zu, den schönsten Tag des Lebens hatte ich mir schöner vorgestellt. Aber man soll auch nicht alles glauben, was in den Hochzeitsmagazinen steht. Fertig. Ja, schauen wir mal, was Ihnen so vorgeworfen wird, Frau Holzmann. Ja. Schildern Sie mal Ihre Version der Ereignisse. In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Also ist alles, was in einer Extremsituation passiert, als nicht geschehen zu werden. Denn es ist extrem und wäre nicht geschehen, wenn es die Extremsituation so nicht gegeben hätte. Und um welche Extremsituation hat es sich gehandelt? Meine Hochzeit. Girl, I like you. Hey, hey. Hör mir mal zu. Hör bitte auf, mit dem Finger zu wuchteln. Du hast mir gar nichts zu sagen, verstehst du? Ich hab dich gewarnt. Du willst mein Geld nicht und klaust mir mein Tablet? Ich wollte nur nicht deine Drecksarbeit machen. Ich hatte Schulden zu bezahlen. Da ist eine lebenswichtige Präsentation drauf. Keine Präsentation auf der Welt ist lebenswichtig. Doch, die schon. Oh Gott, ihr Businessleute, ihr macht immer nur Stress, Karriere und Geld. Und abends kehrt ihr dann in eure gentrifizierte Loftwohnung zurück, um noch ein Vino auf euer ach so trauriges Leben zu trinken. Erstens habe ich keine gentrifizierte Loftwohnung. Und zweitens ist mein Leben nicht traurig. Deswegen hast du ja auch Stressfalten. Ich habe keine Stressfalten. Also die da oben, die kommen sicher nicht vom Lachen. Vielleicht sind es aber auch die Wechseljahre. Die Wechseljahre? Hör zu, ich bin doch nicht in Wechseljahren. Tick. Doc. Was? Deine biologische Uhr tickt definitiv. Drauf. Ja, ganz sicher. Du bist eine ganz doofe, doofe Kaku. Wow. Das war hart. Das war richtig, das ist richtig hart. Girl, I like you. Hey, hey. In Extremsituationen reagieren Menschen anders, als sie normalerweise reagieren würden. Sie reagieren in Extremsituationen extrem. Holzmann, ich verurteile Sie. Ich soll mich hier melden wegen der Sozialstunden. Wie viel? 40. Ich habe noch 31.433. Sozialstunden? Bis zur Rente. Wie alt sind Sie denn? 37. Du stehst wieder zwischen zwei Männern? Kann doch jedem mal passieren. Nein. Kann es nicht. Hallo! Mann, nicht so laut, Mensch! Wir gehören zusammen. Das ist mir endgültig klar geworden, nachdem wir letzten Monat miteinander geschlafen haben. Sag mir bitte, dass hier irgendwo eine versteckte Kamera hängt. Das wird nicht so gern. Weißt du, du bist ganz okay für eine Alte mit Stressfalten. Danke. Du auch. Für eine Junge mit Pickelhintern. Wissen Sie, was mir das ist? Völlig egal. Genau. Ja, was machen Sie denn hier in meinem Schrank? Kann man ganz schwer mit Ja oder Nein beantworten. Wissen Sie, was ich mich ganz oft frage? Nein. Wie viele Finger muss man in diesen Ventilator stecken für die Berufsunfähigkeit? Wir brauchen unsere Klamotten und ein Handy. Wir leben in unserer Gemeinschaft ohne Mobiltelefon. Ach, das nennt ihr Leben? Hey,